Seit 5 Jahren hat sich Katinka dem Boxsport verschrieben und vor allem die Entwicklung der letzten beiden Jahre zeigt, dass das eine goldrichtige Entscheidung war. Ich wurde letztes Jahr für die Deutsche Meisterschaft nominiert. Damit habe ich schon nicht gerechnet und dann habe ich dort gewonnen. Das war schon das, meiner Meinung nach, das höchste aller Gefühle. Dann wurde ich zur EM qualifiziert und habe da auch den 2. Platz belegt. Das war sehr überraschend. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Vor allem international dachte ich nicht, dass ich da was reißen kann. Für den Trainer in ihrem Heimatclub BC Piccolo Fürstenfeldbruck, Jens Seipelt, ist es dagegen keine so große Überraschung. Die 17-Jährige bringt alles mit, was eine gute Boxerin braucht. Also der Kampfeswillen, der Einsatzwillen, das Herz ist beim Kampfsport sowieso eben dieser Wille, da hochzukommen, in der Elite mitzuboxen. Das ist eigentlich das, was sie auszeichnet. Innerhalb von relativ kurzer Zeit, wo sie es schon macht, eigentlich so weit gekommen zu sein, geht nur mit Herz und Kampfeswille. Und davon hat die Angriffsboxerin, wie sie sich selbst bezeichnet, jede Menge. Im Training muss da so mancher ihrer männlichen Kollegen als Punching Ball herhalten. Das Vorurteil, Frauen und Boxen, das passt nicht, kann Katinka schon längst nicht mehr hören. Sie findet ihre Sportart einfach nur faszinierend. Das ist nicht nur eine körperliche Anstrengung, sondern auch mental. Und wenn man ans Boxen denkt, denken die meisten Leute, die sich nicht auskennen, nur an draufhauen. Aber die ganze Technik und Taktik, die dahinter steckt, fasziniert mich eigentlich. In einer Hinsicht kann sie dann aber doch nicht aus ihrer weiblichen Haut. Um ein Körperteil hat sie nämlich besondere Angst. Ja, am allermeisten um meine Nase, sonst um gar nichts. 4-mal in der Woche trainiert Katinka sehr hart, um ihr Niveau weiter zu steigern. Vor Wettkämpfen sogar 6-mal. Doch diese sind eher selten. Also Boxen tue ich nicht so oft, weil ich selten Gegnerinnen habe. Hier in Bayern schaut es nicht so gut aus. Die meisten sind zu alt oder haben zu wenig Kämpfe. Und sonst halt Bayerische Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft und irgendwelche großen Turniere wie EM oder so, wenn ansteht. Und das ist vielleicht auch das größte Hindernis auf ihrem Weg ganz nach oben, die fehlende internationale Erfahrung. Das musste Katinka bei der diesjährigen U19-WM in der olympischen Leichtgewichtsklasse bis 60 Kilogramm erfahren, als sie im Viertelfinale ausschied. Aber wenn sie weiter so hart am Ball bleibt, ist sie sicherlich eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen für Olympia 2016 in Rio.